herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Juni 2019 nach indischen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Eriana, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts, weil das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Es ist auch einzigartig. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich aber. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben. Die Bewegung macht eigentlich nicht die Sonne, sondern unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und diese Bewegung nennt man Transit. Und diese Transitbewegung löst etwas im Horoskop aus, aktiviert das. Auch die einzelnen Tierkreiszeichen, auch die Planeten und natürlich auch die einzelnen Lebensbereiche. In dein Geburtshoroskop ist sichtbar, welchen Lebensbereichen sind besetzt von Sonne, Mond und von Planeten. Das sind für dich die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Und jetzt starten wir. 1. Juni 2019. Uranus bewegt sich im Widder. Hier ist die Uranus-Bewegung. Uranus bleibt länger nach indischen Berechnung noch im Widder. Die westlichen Berechnung zeigt es schon im Stier. Aber nach dieser Berechnung wird Uranus noch einigen Jahren hier im Widder sein. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, immer unerwartete Ereignisse. Die Widderenergie zeigt, dass in den nächsten Jahren kommen Überraschungen in dein Leben, Neuigkeiten, immer wieder ein Neuanfang. Und dieser Lebensbereich wirkt auch, die 11. Lebensbereich, das sind Freundschaften, Gruppe von Menschen. Außerdem aktiviert etwas in deinen Gefühlen und das sind deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Hoffnungen. Hier hast du auch karmische Themen, weil im Geburtshoroskop befindet sich hier Rahu, diesen Drachenkopf, was du noch nicht kennst, was die Seele sucht. Freundschaften zum Beispiel oder bewusst wahrzunehmen, deine Wünsche, deine Sehnsüchte ist auch hier eine Richtung. Ich nehme jetzt die aufsteigenden Mondknoten oder Rahu raus aus deinem Geburtshoroskop, weil ich brauche dieses Bild, weil dieser Mondknoten bewegt sich auch und dann brauche ich dazu diese Karte. Aber nicht vergessen, hier hast du karmische Themen und Uranus aktiviert das hier. Rahu habe ich rausgenommen. 1. Juni ist Venus und Mond auch hier im Widder. Venus aktiviert Themen, Liebe. Das kann für dich ein Wunsch sein, glücklich zu sein im Liebepartnerschaft. Venus aktiviert auch Themen, deine Weiblichkeit, dein Aussehen, die Schönheit oder Kreativität.
Also das kann auch ein Herzenswunsch sein. Außerdem hier im Bereich Freundschaften, Bekanntschaften kann diese Venus-Energie auch eine andere Frau sein oder Frauen, dass du zurzeit Kontakte hast mit anderen Frauen. Mond ist auch hier im Widder. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und wirkt auf unserem Alltag und beeinflusst unseren Gefühlen. Und die Mondbewegung aktiviert auch etwas. Und das sind dieselben Themen, was ich erzählt habe. Sonne und Merkur ist im Stier. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und aktiviert Monatsthemen. Und das ist gerade die Stierenergie. Und das heißt zur Ruhe kommen, das Leben genießen, um die Natur kümmern, auch um Garten. Etwas verschönern. Außerdem steht zum Besitz, etwas Wertvolles in Besitz zu nehmen, aber nicht festhalten. Und Stier steht auch um die Finanzen. Das ist auch ein Monatsthema, um die Finanzen kümmern. Hier kommt die 12. Lebensbereich dazu und das ist ein gewisser Rückzug zum Ruhekommen. Also Sonne bewegt sich hier, öffnet auch die Augen an etwas. Und hier im 12. Lebensbereich sind auch die Geheimnisse. Und hier sind auch die geheime Feinde, dass du das erkennst. Oder dass du erkennst die Zusammenhänge des Lebens oder die Ursache nach etwas. Merkur bewegt sich auch im Stier, die gleiche Thematik. Aber kommt die Merkur-Energie dazu und das sind die Gespräche und Handlungen. Und hier im 12. Lebensbereich, die Gespräche bedeuten eher schweigen, etwas im Geheimen halten oder kann auch bedeuten, dass hinter deinen Rücken wird viel geredet. Kann auch bedeuten, dass du dieses Wissen hast oder interessierst du dich für etwas, was so im Geheimen ist. Mars und Rahu bewegen sie sich hier in Zwillinge. Im Geburtshoroskop hast du hier unseren Planet Erde und das zeigt, hier muss etwas manifestieren und das ist deine Persönlichkeit, das ist dein Aszendent Zwillinge. Also hier haben wir Mars und Rahu. Mars aktiviert hier etwas und das bedeutet Bewegung. Und das kann für dich zurzeit heißen Sport und Bewegung, dass du jetzt auf deinen Körper achtest. Immerhin Aszendent zeigt auch unseren Körper. Kann auch bedeuten, dass du dich durchsetzt, dass du Kraft zeigst, dass du dich behauptest und dich wehrst. Möglich ist auch, dass eine männliche Person einen Einfluss hat auf deine Persönlichkeit oder einen persönlichen Kontakt. Mars bedeutet im Geburtshoroskop der Partner. Bei dieser Bewegung, bei diesem Transit kann der Partner sein, kann aber eine oder mehrere männliche Personen sein, wie zum Beispiel ein guter Freund, ein netter Nachbar oder jemand vom Verwandten, der Sohn oder der Onkel oder ein Beamter, wie auch immer, kann auf jeden Fall anderen männlichen Personen auch bedeuten. Hier bewegt sich Rahu und bleibt ganzes Jahr und 2020 auch noch hier in Zwillingen. Und das heißt, das ist deine Seelenreise, die Suche nach etwas. Du suchst deine Persönlichkeit. Und das mit Zwillingsenergie, eine jugendliche Ausstrahlung und viel Leichtigkeit. Jupiter ist gerade rückläufig.
Jupiter vergrößert etwas. Mit dieser Rückläufigkeit, das ist gebremst. Und Jupiter zeigt die Zeitqualität. Und das heißt, es ist noch nicht die richtige Zeitpunkt, etwas vergrößern, vermehren, weil vielleicht kommt etwas Besseres. Oder man sollte abwarten oder etwas noch überprüfen. Diese Rückläufigkeit hat oft karmische Themen, hat immer mit Vergangenheit was zu tun oder Erinnerungen an die Vergangenheit, Kontaktthemen von Vergangenheit kann diese Rückläufigkeit auslösen. Jupiter bewegt sich in Skorpion. Also hier ist die Skorpion-Thematik wichtig. Auf die Gefühle achten, wie Angst loslassen. Und bedeutet Skorpion auch Leidenschaft? Und Skorpion befindet sich im sechsten Lebensbereich und das hat einen Einfluss auf deinen Alltag und deine berufliche Situation. Außerdem wirkt auf die Gesundheit. Und wenn wir bei Gesundheit sind, ist wichtig, auf deine Gefühle achten. Angst loslassen und übergehen auf den positiven Gefühlen wie Begeisterung und Lebensfreude und Liebe und Dankbarkeit. All diesen Gefühlen wirken heilend hier in diesem Lebensbereich. Natürlich bedeutet auch, dass du hier im Wandlung bist und das wirkt auf deine berufliche Situation. Jupiter bringt Glück, gibt dir Chancen, Möglichkeiten. Bei dieser Rückläufigkeit sollst du aber das erstmal gut überlegen und nicht zu schnell handeln. Saturn, Pluto befindet sich in Schütze. Saturn ist der Planet, der Schicksal. Durch Saturn-Einfluss haben wir schicksalhafte Veränderungen im Leben oder schicksalhafte Begegnungen oder treffen wir schicksalhafte Entscheidungen. Diese Rückläufigkeit zeigt auch karmische Themen, hat mit Vergangenheit was zu tun. Pluto ist auch rückläufig. Die Essenz von Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen. Und das ist gerade die Partnerschaft, weil Schütze steht in deinem Geburtshoroskop im siebten Lebensbereich und das ist Partnerschaft. Und hier auf dem Wesentlichen konzentrieren und alles andere, was das stört, loslassen. Und was kann das sein? Auch die Angst, wie Verlustangst. Manchmal kann auch das Eifersucht sein. Also diesen Gefühlen loslassen. Und diese Veränderungen, diese Prozesse hast du gerade im Schütze. Saturn, zurück zum Saturn, ist nicht nur der Schicksalsplanet, sondern hütet den Karma. Das hast du hier im Schütze. Und Ketu, diese absteigende Mondknoten, das nehme ich jetzt wieder raus von Geburtshoroskop. Ich setze jetzt zum Schütze, weil Ketu bewegt sich dieses Jahr und 2020 immer noch im Schütze. Und hier aktiviert karmische Themen und das hat mit Vergangenheit was zu tun. Und Juni befindet sich Saturn und Pluto exakt auf diesem Knoten. Und sie wirken zusammen und das hat mit Vergangenheit was zu tun. Und vor allem Saturn ist rückläufig, Pluto ist auch rückläufig. Beides hat mit Vergangenheit was zu tun und genau auf diesem Knoten. Neptun bewegt sich in Wassermann. Neptun lässt unseren Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben das.
Die Träume sind die Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Bildung und Spiritualität. Und Neptun aktiviert hier auch unseren Glauben. Natürlich kann das auch religiöse Themen sein oder Glauben an etwas. Wir glauben an dir selbst, glauben an ihn, glauben an die Liebe, glauben an dein Vorhaben. Und wenn du das glaubst und Glauben versetzt auch Bergen, dann kannst du deine Träume verwirklichen und darum geht bei diesem inneren Reise. 2. Juni. Mond übergeht im Stier. Aktiviert hier die Stierthemen und das ist Besitz, Finanzen. Und hier im 12. Lebensbereich ist mehr im Rückzug. Das heißt, etwas überprüfen oder die Zusammenhänge erkennen. Was sollst du in Besitz nehmen? Was sollst du loslassen? Es ist nicht immer die materiellen Dinge, sondern zum Beispiel Freundschaften oder die Liebe oder die geistige Reichtum. Wie Wissen kannst du auch in Besitz nehmen. Merkur verlässt den Stier und übergeht in Zwillinge. Und das hat einen Einfluss auf dich persönlich. Und hier kommen die Handlungen und Gespräche. Entweder du sprichst und versuchst, andere überzeugen von etwas, oder du hörst zu. Und das ist ein Austausch von Informationen. 3. Juni ist Neumond im Stier. Hier im Stier, Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Gerade hier im 12. Lebensbereich passt das sehr gut zu diesem Neumond, weil die 12. Lebensbereich bedeutet auch Rückzug. Dieser Neumond ist exakt 11 Uhr und 2 Minuten. Themen sind die Stierthemen. Wie kommst du zur Ruhe? Was könntest du genießen in dein Leben? Gemütlich machen oder etwas verschönern? Außerdem die Werte, die Wertschätzung, Finanzen, Besitz. Was sollst du im Besitz nehmen? Was sollst du loslassen? Und hier lernst, gerade bei diesem Neumond ist gut, da nachdenklich zu sein. Was ist das, was du versuchst, immer wieder festzuhalten? 4. Juni beginnt dann die zunehmende Mondphase, also nach Neumond kommt zunehmende Mondphase und diesem Zeit, das eignet sich dafür, etwas beginnen, was vermehren soll. Aber bitte immer auf dem Halbmond achten, weil das werft alles zurück. Kommt Unruhe, Unsicherheit, Verlust. Also das ist nicht die richtige augenblick etwas zum Starten. In diese 4. Juni Mars, Merkur, Mond, genau Mond, übergeht Mond in Zwillingen. Also Mond aktiviert etwas in dir persönlich, weil das ist dein Aszendent, das ist dein Aussehen, dein Auftreten und das ist sehr wichtig, wie du anderen wahrnimmst. Kann auch bedeuten, du bist wahrgenommen. In diesem 4. Juni steht Mond in Verbindung zum Merkur und das heißt, die wirken zusammen. Und das sind Gespräche, Handlungen und das handelt sich dann um die Gefühle. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, Gespräche über Gefühle oder eine Nachricht löst etwas aus in unseren Gefühlen. Mond kann aber auch wirken bei Veränderungen, dass da hier Veränderungen und Handlungen kommen, aber es ist sehr gefühlsvoll oder
du sollst nach deinem Gefühl handeln. 5. Juni. Venus übergeht im Stier. Venus aktiviert Stierthemen und das heißt etwas verschönern. Hier ist alles im 12. Lebensbereich und das ist mehr die Rückzug. Das kann auch bedeuten, du sollst im Rückzug sein oder hast du eine Bekannte, eine Freundin und sie ist im Rückzug. Dann handelt es sich hier auch um Geheimnisse. Wenn du Liebesgeheimnisse hast, Venus hat auch einen Bezug zum Liebe, dann sollst du schweigen, weil Sonne ist auch hier und Sonne neigt dazu, das ins Licht zu bringen. Und dann wird das weiter erzählt. Im 12. Lebensbereich sind auch die geheimen Feinde. Und bei dieser Konstellation ist es auch möglich, dass hier eine falsche Frau ist und sollst du aufpassen. In diesem 5. Juni steht Mond und Mars in einer Verbindung. Mars ist die Kraft, Mond hat einen Einfluss auf die Gefühle und das ist ein Impuls und zeigt damit Kraft. Oder diese männliche Person hat einen Einfluss auf deine Gefühle. Das kann auch mütterliche Gefühle sein, weil Mond symbolisiert auch die Mutter. Also auch Mutterbild oder Mütterlichkeit, auch Empfängnis. 7. Juni. Mond übergeht im Krebs und aktiviert Themen, was die Familie betrifft. Krebs steht in Verbindung zur Familie. Außerdem wird hier noch Themen aktiviert, was die Werte betrifft und die Finanzen betrifft. 8. Juni steht Mond in einer Lilith-Energie. Lilith ist die Geschwister des Mondes, so beschreibt die Mythologie der Schwarzmond. Hat aber mit Schwarzmagie absolut nichts zu tun, sondern aktiviert in uns etwas. Und das sind unsere Wünsche und Sehnsüchte, aber wir neigen immer dazu, davonlaufen und sagen, oh, das erreiche ich sowieso nicht, oh, das steht mir gar nicht zu. Und in diesem 8. Juni haben wir diese Lilith-Energie, was die Mond auch aktiviert. Und in diesem Tag erscheint das diesmal sehr hoffnungsvoll sein, dass alles, was wir wünschen, umsetzen können im Tag. Und diese positive Energie sollen wir auch nutzen, wirklich in die Taten uns beweisen oder umsetzen. 9. Juni. Mond übergeht im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist der Stern der Könige und Regulus ist das Herz der Löwen. Aktiviert hier unserem Herzensangelegenheiten. Das kann die Liebe sein oder die Berufung oder Freundschaften oder Hobby. Außerdem bewegt sich hier im 3. Lebensbereich, das sind Schulungen, Bildung, Austausch, Kontakte, kleinere Veränderungen und steht auch in Verbindung zum Verwandten. Hier haben auch das Bedürfnis, uns zu behaupten gegen Rivalen, Konkurrenten. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Halbmond ist immer Spannung. Es fehlt in diesem Tag die Luftelement, es fehlt die Leichtigkeit. Es ist auch nicht gut, Gespräche zu führen, weil wir können den anderen sowieso nicht überzeugen. Es entsteht nur Missverständnisse. Dieser Halbmond ist exakt um 6:53 Uhr.
Im selben Tag, also 10. Juni, steht Sonne und Jupiter gegenüber und die spiegeln etwas. Jupiter vertritt die Gerechtigkeit, die Sonne zeigt die Wahrheit. Das ins Licht zu bringen, das ist dieses Bedürfnis. Außerdem, Jupiter vergrößert gerne etwas. Gut, jetzt ist gerade rückläufig, das bremst auch. Und da Klarheit zu bekommen, kann auch rechtlichen Themen sein oder Vaterthemen. 11. Juni ist Mond in Jungfrau. Dann kommt jetzt die Jungfrau-Themen, etwas in Ordnung zu bringen, etwas bereinigen, ist auch eine Heilenergie und wirkt in deiner Wohnsituation. Und es wäre ein guter Tag zu Hause, alles in Ordnung zu bringen. Es ist eine zunehmende Mondphase. 13. Juni übergeht Mond im Waage und aktiviert Waage-Themen. Und das heißt die inneren Gleichgewicht oder Ausgleich oder etwas vergleichen miteinander. Außerdem Kunst, Kreativität, gerade hier in diesem Bereich, wo wirklich auch um Kreativität handelt, etwas verschönern oder schöne Verbindung haben zu den Kindern. Waage symbolisiert auch die Liebe und hier im 5. Lebensbereich ist die Lebensfreude, das zu genießen. 15. Juni übergeht Mond in Skorpion, aktiviert Skorpion-Themen, auf unseren Gefühlen achten, Ängste loslassen. Dazu kommt die 6. Lebensbereich wie die Arbeit und Gesundheit auch kümmern. Da kann auch kleineren Veränderungen hervorrufen, diese Mondbewegung. 16. Juni steht Mond in Verbindung zum Jupiter, also aktiviert die Jupiter-Energie, das sind Glück und Chancen im Bereich Arbeit. Und in diesem 16. Juni übergeht Sonne in Zwillingen. Und aktiviert ein neues Monatsthema. Erstens die Zwillingenergie, das heißt mehr Leichtigkeit, eine jugendliche Frische, einen höheren Bewusstsein, gewisse Neugier und Bewegung, kleineren Veränderungen, Kontakte, Kommunikation, Bildung. Und bei dir wirkt das auch auf deine Persönlichkeit. In dieser Zeit ist möglich, dass du eine ganz andere Ausstrahlung hast, dass du das Gefühl hast, jetzt bist du endlich wahrgenommen, kommt das im Glanz, natürlich Sonne zeigt auch dein Herzenswärme. Und das ist Erfolg. Erfolg mit deiner Ausstrahlung, mit deinem Auftreten. 17. Juni ist Vollmond. Und dieser Vollmond ist im Sternbild Schlangenträger. Exakt um 9.31 Uhr. Dann kannst du fragen, was sucht der Schlangenträger hier bei diesem Tierkreiszeichen? Schlangenträger befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Eigentlich schon auf die Ekliptik, aber zählt nicht zu den Tierkreiszeichen. Und dieser Vollmond ist tatsächlich in diesem Sternbild Schlangenträger. Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt. Aktiviert Themen Gesundheit und Heilung. Außerdem auch eine gewisse Vorsicht, wo wir überlegen sollen, woran sollen wir glauben, woran liegt die Wahrheit. Dazu erzähle ich kurz die mythologische Geschichte.
Dieser himmlische Arzt Asklepios musste ein Kind heilen, weil das Kind ist in einen Honigtopf gefallen. Dann kamen zwei Schlangen. Der eine Schlange trägte die Gift in sich, der andere die Heilkräuter. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Mit welchen Energie oder mit welchem Mittel heilt das Kind? Nimm die Gift oder nimm die Heilkräuter? Zum Glück hat er die richtigen Mittel gewählt und mit diesem Heilkräuter heilte das Kind. Diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung, wenn die Einflüsse kommen von außen. Die eine Schlange, wo die Gift ist, symbolisiert die Lügen. Die andere Schlange, wo die Heilkräuter in sich trägt, symbolisiert die Wahrheit. Und wir entscheiden, treffen wir wichtige Entscheidungen. Und wenn jemand an die Lügen glaubt, das ist immer honigsüß verpackt, dann fallen wir auch in einen Honigtopf wie dieses Kind und zeigt, so wie die Kinder, kann man auch viele Dinge erzählen, die glauben das, dass wir wirklich so verhalten haben. Und dieser Vollmond soll uns nachdenklich sein, woran glauben wir, in welche Richtung sollen wir gehen, welche wichtigen Entscheidungen sollen wir treffen, und das löst dieser Vollmond aus. Gerade hier im Grenzbereich zwischen Skorpio und Schütze, und dann übergeht Mond im Schütze und aktiviert bei dir Schützenthemen, das ist die Orientierung oder Bewegung, Sport und Bewegung oder Reisen, Ausland, Auslandskontakte. Und hier im siebten Lebensbereich wirkt natürlich auf Liebe, Partnerschaft. 18. Juni steht Merkur mit Mars in Verbindung, hier im Zwillinge. Das kann ein Gespräch sein mit einer männlichen Person oder ein Vertrag. Kann auch bedeuten, dann kommt die Mars-Impuls und du sagst etwas unüberlegt, was du später vielleicht bereust. 19. Juni trifft Mond mit Saturn, auch mit Pluto, auch mit Ketu. Und bilden sich hier alle einen sogenannten Konjunktion und sie wirken zusammen. Und das hat karmischen Themen, hat einen Einfluss auf unsere Gefühle auch und bei dir im Lebensbereich Partnerschaft. In diesem Tag haben wir einen Einfluss und das aktiviert die Mondbewegung von Nun Qi. Diesen Stern Nun Qi ist die zweite größte Stern im Schütze und das wurde bei Sumerer verehrt. Die Sumerer haben beschrieben, das ist ein heiliger Ort. Und das könnte für uns eine wichtige Botschaft sein, in diesem Tag einen Ort aussuchen, wo wir Ruhe finden, wo wir auftanken können, wo so heilend, beruhigend wirkt, wie ein so heiliger Ort. 20. Juni übergeht Mond im Steinbock, beginnt natürlich hier die abnehmende Mondphase. Das hat schon begonnen, also jetzt sind wir bei abnehmender Mondphase. Und diese abnehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, was abnehmen soll. Gerade hier im achten Lebensbereich geht es um Loslassen. Aber bei diesen ganzen Tagen immer darauf achten, dass das nicht im Halbmondtag ist. 20. Juni werde ein guter Tag dazu entscheiden, etwas loslassen, von etwas trennen. 21. Juni steht Sonne im Sommerpunkt und das ist die Sommersonnenwende um 16 Uhr und 54 Minuten. Und ich werde in diesem Tag wieder ein
Sommersonnenwende-Ritual machen. Das werde ich noch ankündigen. Und das ist hier in Zwillingen. Im selben Tag übergeht Merkur im Krebs und aktiviert Krebsthemen. Das hat immer mit Familie was zu tun und auch die zweiten Lebensbereich, wo um Werten geht und Finanzen. 22. Juni ist Neptun im Stillstand. Und bei Neptun-Energie handelt es sich um unsere Kreativität, unsere Träume, unsere Visionen. Bei diesem Stillstand heißt es, Neptun vermittelt uns, bleib mal für einen Moment im Stillstand. Kein Stress. Überlege, was sind deine Träume? Und dann kannst du etwas bewegen. Nach diesem Stillstand wird Neptun hier rückläufig. Hier handelt es sich um Reisen, Ausland, Bildung und Spiritualität. 23. Juni ist Mars auch im Krebs, aktiviert Themen, familiären Themen oder Werte, Finanzen. Im selben Tag, im 23. Juni, hat Mond wieder eine Verbindung zum Schwarzmond, zu dieser Lilith-Energie. Verspüren wieder dieser ganz tiefe Wunsch, was wir alle Menschen haben. Wir haben diese Sehnsüchte, unsere Träume zum Leben, das zu verwirklichen, unsere Wünsche zum Leben. Und diesen Tag scheint uns so zu sein, wenn das alles so unerreichbar wäre und wir neigen dazu, das aufzugeben. Und hier, gerade in diesen Momenten, brauchen wir die innere Kraft, diese Überzeugungskraft, dass wir das nicht aufgeben. 24. Juni steht Mond mit Neptun in Verbindung im Wassermann. Mond übergeht in Wassermann. Mond und Neptun haben eine ähnliche Essenz, hat mit unseren Träumen was zu tun. Mond vermittelt auch die Träume. Das ist natürlich möglich, dass hier dann eine wichtige Traumbotschaft erhalten. Das ist immerhin, kann die Sprache unserer Seele sein. Und dann ist auch wichtig, wohin geht die Reise, wovon träumst du? Das kann wirklich ein Urlaub sein oder Kontakte im Ausland oder in eine spirituelle Richtung. 25. Juni ist Halbmond in Fischen, das heißt Mond übergeht in Fischen und hier ist dieser Halbmond und das ist Spannung. Hier im höchsten Punkt des Horoskopen kann das bedeuten, dass du das Gefühl hast, du bist ständig übersehen oder du möchtest deine Berufung leben und zweifelst du daran oder hast du Stress im Arbeit. Möglich ist auch, dass du Ziele hast und fängst an, daran zu zweifeln oder hast Angst davon. In diesem Halbmond fehlt die Erde-Element, fehlt die Bestätigung, die konkreten Taten, fehlt die feste Boden unter den Füßen. Dieser Halbmond ist exakt um 10.46 Uhr Minuten. 27. Juni ist Mond im Widder und steht mit Uranus in Verbindung. Das löst Umbrüche aus, Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Möglich ist auch, dass da Einflüsse kommen von außen und dadurch ändert sich etwas und du hast Angst davon. Aber nicht davonlaufen, sondern das wirklich wahrnehmen, welche Einflüsse kommen von außen und was ändert sich. Und das kann auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis sein. 29. Juni
ist Venus in Zwillingen. Und das hat einen Einfluss auf dein Auftreten, auch auf dein Aussehen. Venus verschönert etwas. Bei diesem Einfluss kann bedeuten, dass du mehr achtest auf dein Äußeren oder kaufst ein schönes Kleid oder hast du ganz andere Ausstrahlung. Du bist als Frau wahrgenommen und bekommst du auch Komplimente. 30. Juni übergeht Mond im Stier und das ist Rückzug und Nachdenklichkeit über Werte, Wertschätzung, über Finanzen, auch nachdenklich sein, was möchtest du befestigen, was sollst du eher loslassen. Liebe Eriana, so könnte ich dieses Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.